Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, als letzter Redner der Debatte werde auch ich versuchen, den Einzelplan aus meiner Sicht zu beschreiben und zu bewerten. Die ein oder andere Wiederholung wird sich nicht vermeiden lassen. Natürlich trägt der Einzelplan 06 die Handschrift der Union und unseres Innenministers Thomas de Maizière. In der laufenden Legislaturperiode ist der Etat um gut 50% gestiegen auf beinahe 9 Milliarden Euro. Eine beeindruckende Leistung, wie wir das schon mehrfach gehört haben. Aber hier schließt sich vielleicht der Kreis zum Beginn der Debatte. Der Kollege Klaus hatte zu Beginn der Debatte für DIE LINKE gesagt, dass im Rahmen der Haushaltsberatung die größten Zugewinne bei Frau von der Leyen und bei Herrn de Maizière zu verzeichnen gewesen seien. Herr Klaus, dem muss ich widersprechen. Die größten Zugewinne im Rahmen der Haushaltsberatung sind bei der inneren und äußeren Sicherheit zu verzeichnen. Und das ist gut so und auch angebracht. Denn es gibt Gründe dafür. Wir haben eine schnelllebige und teilweise unruhige Zeit, in der wir uns bewegen. Und der Etat ist natürlich auch eine Reaktion darauf. Die innere Sicherheit braucht ein festes Wertefundament. Und das haben wir auch. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung in unserem Grundgesetz und die europäischen Grundwerte bilden unsere Basis. Wir müssen uns nicht für unsere staatliche und gesellschaftliche Ordnung entschuldigen. Wir müssen für sie werben und darauf bestehen, dass sie gilt. Denn diese Ordnung hat zum Ersten ein hohes Maß an demokratischer Legitimation. Sie hat zweitens, bildet sie die Voraussetzung dafür, dass wir auch in Zukunft in Freiheit, Frieden und Toleranz miteinander leben können. Und drittens ist diese Ordnung geeignet dafür, auch Ungerechtigkeiten und Spannungen, die es auch bei uns in der Gesellschaft gibt, abzubauen. Und viertens erlaubt es diese Ordnung, aus konkreten Erfahrungen zu lernen, manchmal auch im Wege des Trial and Errors. Wir dürfen nur nicht in Hektik verfallen, sondern müssen entschieden und mutig handeln. Auch unbequeme Wahrheiten sind durchzusetzen. Wir sollten in langen Linien denken, Vertrauen und Überzeugung bilden und zurückgewinnen. Auch wenn es der Innenminister immer wieder betont, wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gibt bzw. keine Garantie für die Sicherheit, werden wir alles Erdenkliche tun, um Sicherheit und Prävention für unsere Bürgerinnen und Bürger zu leisten. Und dieser Etat des Einzelplanes 06 setzt ein klares Zeichen in diese Richtung. Der Etat im Einzelnen. Der Bereich innere Sicherheit wird von vielen Behörden und Einrichtungen wahrgenommen. Im kommenden Haushaltsjahr werden diese Bereiche deutlich gestärkt. Bereits im Regierungsentwurf konnten wir ein erstes Sicherheitspaket feststellen mit mehr als 900 zusätzlichen Stellen sowie Personal und Sachmittel von über 730 Millionen Euro bis zum Jahre 2020. Im parlamentarischen Verfahren haben wir ein zweites Sicherheitspaket beraten und beschlossen. Nochmals 4.300 Stellen für 2017 und die entsprechenden Personal- und Sachmittel von gut 870 Millionen Euro. Das ist die dringende finanzielle Unterstützung für unsere Sicherheitsbehörden, insbesondere für ihre wichtige Arbeit zur Bekämpfung des Terrorismus. Wir müssen jedoch darauf achten, dass die Behörden und Einrichtungen auch mitwachsen können, dass sie organisch mitwachsen können. Es nützt nichts, alleine Stellen auszuweisen und Mittel zur Verfügung zu stellen. Sie müssen auch effektiv eingesetzt werden können. Das ist bis jetzt aber wohl austariert. Wenige Schwerpunkte des Etats. Die Bundespolizei verzeichnet natürlich zusätzliche Stellen, um eine Entlastung der vorhandenen Beamtinnen und Beamten zu gewährleisten, die derzeit viele Überstunden ansammeln. Es wird etliche Stellenanhebungen geben für verdiente Beförderung in diesen Bereichen. Das liefert Motivation und Perspektive für den großartigen Einsatz dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir werden die Materialbeschaffung steigern für eine effektive Arbeit dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insbesondere möchte ich noch einmal betonen, die drei neuen Einsatzschiffe und ein neuer Transporthubschrauber für die Bundespolizei, für die Einheiten der BFE+. Und abgerundet wird die Wertschätzung der Bundespolizei natürlich durch unser langfristiges Liegenschaftsprogramm, das sowohl die Dienstliegenschaften als auch die Bahnhöfe, Flug- und Seehäfen umfasst. Eine Konkretisierung erfolgt noch im Laufe der Zeit durch die Bundespolizei. Das THW als zweiter Schwerpunkt. Die Personalstruktur wird verbessert, 170 neue Stellen sowie Stellenanhebungen. Das Fahrzeugbeschaffungsprogramm bis 2023 sorgt Schritt für Schritt für die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Fahrzeugbestände. Das gibt eine langfristige Planbarkeit und vor allen Dingen ist es ein ausdrückliches Bekenntnis für unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in diesem Bereich.
Und um im wahrsten Sinne eine Perspektive für das THW zu liefern, haben wir uns für das Nachwuchsprogramm, die Nachwuchskampagne in Höhe von 3 Millionen Euro eingesetzt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder von uns spürt es in den Gesprächen, ob hier oder im Wahlkreis, der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein wichtiger Aspekt. Und der Schwerpunkt unseres Handels wird auch weiterhin die Flüchtlingssituation sein. Die Zahl derjenigen, die auf der Suche nach Schutz und Sicherheit zu uns kommen, ist zuletzt deutlich gesunken. Die Herausforderungen haben sich jedenfalls verschoben, beziehungsweise es sind neue hinzugekommen. Wir werden uns erstens intensiv weiter derjenigen annehmen, die eine langfristige Perspektive bei uns haben. Das Programm Migrationsberatung für Erwachsene wird gesteigert auf 50 Millionen Euro. Damit werden zusätzliche Beraterstellen ermöglicht und damit die Qualität trotz hoher Fallzahlen aufrechterhalten. Zweitens, wir werden uns um die Asylbewerber mit unklarer Bleibeperspektive kümmern. Die Erstorientierungsangebote bisher als befristete Pilotprojekte werden durch zusätzliche Mittel bundesweit angewendet. Und drittens, und das ist ein wichtiger Aspekt, wir wollen die Zahl der freiwilligen Ausreisen derjenigen steigern, die zur Ausreise verpflichtet sind. Deshalb gibt es das Anreizprogramm des Bundes in der Größenordnung von 40 Millionen Euro im kommenden Jahr. Ergänzend zu den freiwilligen Ausreiseprogrammen der Länder. Und zusammen mit den verbindlichen Rückführungen im Rahmen des Asylverfahrens soll insgesamt die Anzahl derer, die unser Land verlassen, deutlich erhöht werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Durchsetzung des Rechtes die Akzeptanz in der Bevölkerung steigern wird. Und gegen Ende meiner Rede, ich darf den Schluss ja nicht ankündigen, gegen Ende meiner Rede noch ein Gedanke. Unser Wertefundament beinhaltet natürlich auch die föderale Ordnung des Grundgesetzes. Nicht der Bund alleine ist für alle Kriminalitätsfacetten und Probleme zuständig. Die vorrangige Zuständigkeit liegt naturgemäß bei den Ländern. Um Werte zu vermitteln und durchzusetzen, ist Nähe und Vertrautheit von Vorteil. Hier haben kleinere Einheiten ihre Vorzüge. Aber ich würde mich freuen und ich appelliere gewissermaßen an die Länder, wenn die Länder im Durchschnitt die Stellen der Polizeivollzugsbeamten so viel aufwachsen lassen würden, wie wir es in den letzten Jahren bei der Bundespolizei getan haben, dann könnten wir in der gemeinsamen Arbeit eine ganze Menge erreichen. Wir könnten Tendenzen entgegenwirken, die mir Sorge bereiten. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung könnte gesteigert werden. Das Verständnis der Polizeiarbeit könnte wieder wachsen. Die Polizei bekäme endlich wieder den größeren Respekt, den sie auch verdient. Sie setzen sich jeden Tag für uns und unsere Sicherheit ein. Dadurch könnte das Wertefundament gestärkt werden und damit auch der Zusammenhang in unserer Gesellschaft. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören.